Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Erfinderische Natur: Wie Bionik biologische Prinzipien in Technik verwandelt von Professor Hermann Wagner. Gehalten am 17. Januar 2012 im Wissenschaftszentrum Bonn. Heute hier stehen kann und Ihnen etwas über Bionik und unsere Arbeiten mit der Schleiereule berichten kann. Wie Frau Rateike schon gesagt hat, ich habe Ihnen hier so meine Partnerin, mein Lieblingsobjekt mitgebracht. Ich hatte mir überlegt, ob wir es wagen könnten, hier ein lebendes Tier mitzubringen, habe aber dann davon abgesehen, weil das doch eine ungewohnte Umgebung wäre für so ein Tier und wir nicht wissen, wie das dann reagiert. Und wir können uns vielleicht leichter mit den Dingen, die uns dann interessieren, am Präparat beschäftigen, entweder während des Vortrags oder nachher, falls Sie Interesse haben, können wir uns anschauen. Man sieht es wirklich von dem, was ich Ihnen berichten werde. Was möchte ich heute tun? Ich möchte Ihnen heute etwas über drei Dinge eigentlich sagen. Zum einen möchte ich Ihnen etwas über die Bionik sagen, dann möchte ich Ihnen etwas über Schleiereulen sagen und dann möchte ich Ihnen Beispiele bringen, wie man Spezialisation bei der Schleiereule für bionische Forschung einsetzen kann. Dazwischen habe ich einen kleinen Einschub, der mir immer sehr gut gefällt, mit dem Titel "Worum geht es in der Wissenschaft?". Sie werden gleich sehen, um was es da gehen wird und am Ende natürlich eine kurze Zusammenfassung. Die Arbeit an meiner Universität ist geprägt von der Interaktion von Ingenieuren und Biologen. Und wir haben hier einmal die Biologie mit dieser Blüte und die Ingenieurwissenschaften mit diesem Zahnrad. Und letzten Endes ist das Wichtige, dass die miteinander können, dass die miteinander interagieren. Und das Ganze ist keine Einbahnstraße. Das ist für Leute, die Puristen in der Bionik sind, vielleicht ein bisschen ein Problem. Denn eigentlich ist es ja so, dass die Bionik definiert ist dadurch, dass man biologische Vorbilder nimmt und die umsetzt in die Technik. Und ich werde gleich noch darauf eingehen, wie das schematisch sauber aussieht und ich werde Beispiele bringen. Während die technische Biologie ist letzten Endes gekennzeichnet dadurch, dass man technische Methoden in der biologischen Forschung einsetzt. Meiner Ansicht nach kann man diese ganzen Dinge sehr schön konzeptuell trennen und so ist es auch in den Richtlinien festgehalten, aber die Praxis ist die, dass die beiden Dinge ineinander greifen. Die Praxis ist die, dass es keine Einbahnstraße gibt. Meiner Ansicht nach kann man auch Bionik eigentlich nicht ohne technische Biologie betreiben. Sie brauchen immer auch ein technisches Verständnis, um in der Bionik zu arbeiten, während Sie technische Biologie auch ohne Bionik machen können. Das ist möglich. Aber in der Bionik müssen Sie auch immer wieder auf Technik zurückgreifen. Und das kann man sehr schön sehen an diesem Bild. Wenn man von einem bestimmten Problem ausgeht, dann suchen wir uns zum Beispiel ein biologisches Vorbild und müssen dann abstrahieren. Und Sie sehen bereits hier an diesem Punkt, kommt diese Anleihe aus den theoretischen Wissenschaften zum Tragen. Die meisten biologischen Theorien, und ich möchte hier kein Nestbeschmutzer sein, die meisten biologischen Theorien sind nicht quantitativ. Aber es gibt Mathematiker, Informatiker, theoretische Physiker, die können uns quantitative Theorien liefern. Das wollte ich nicht. Das bedeutet dieses Abstrahieren, das hier notwendig ist, das beinhaltet
oder profitiert von einem Zusammengehen mit Theoretikern. Wenn dann das Wirkprinzip herausgearbeitet wurde, kann man in einem zweiten Schritt von einem Ingenieursansatz aus die Synthese machen. Jetzt ist mir leider dieser Pfeil ein bisschen zu früh gekommen. Das ist sozusagen der Schritt zurück von der technischen Lösung zum biologischen Vorbild. Das ist die Interaktion, das ist das, was man als Purist, als technische Biologie bezeichnen würde. Ich meine aber, das Ganze gehört zusammen und so erlebe ich es auch in meiner Arbeit an der RWTH Aachen. Bionik ist, wie ich meine, eine zukunftsweisende Denkweise. Sie geht davon aus, dass die Biologie über die Evolution, das heißt also im Laufe der Generationenfolge durch die Mechanismen von Mutation und Selektion ein großes Innovationspotenzial geschaffen hat. Letzten Endes sehe ich die Evolution von der mathematischen Seite her als einen Optimierungsalgorithmus an. Man darf es jetzt aber nicht so verstehen, dass wirklich die optimale Lösung gefunden wird, sondern immer nur da, wo ein Selektionsdruck da ist, wird optimiert und wo keiner da ist, wird nicht optimiert. Trotzdem ist ein großes Potenzial da und das kann die Bionik nutzen, dieses durch die Evolution bereitgestellte Innovationspotenzial. Dabei fällt auf, dass Lösungen, die in der Biologie, in der Natur gefunden wurden, oft sich unterscheiden von traditionellen ingenieurwissenschaftlichen Lösungen, und zwar überraschenderweise positiv. Das bedeutet, oft sind diese Dinge den Ingenieuren noch nicht eingefallen. Und deshalb kann man die dann anwenden und in neue Produkte umsetzen. Und das erfordert eine neue Art des Denkens. Das heißt, sowohl die Biologen müssen über ihren Tellerrand hinausschauen, als auch die Ingenieure. Und die beiden sprechen traditionellerweise unterschiedliche Sprachen. Und die große Herausforderung ist, dass man voneinander die Sprache lernt. Weil nur so kann man miteinander interagieren. Wer das als einer der ersten am besten oder mit am besten gemacht hat, ist mein Kollege Bartlott und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier beim Vortrag ist. Er hat nämlich den Lotus-Effekt gefunden. Selbstreinigende Oberflächen und er hat auch eine technische Umsetzung vorgeschlagen, nämlich die Lotusan-Farbe. Und er kann Ihnen vielleicht heute auch noch berichten, wie schwierig das war, von dem biologischen Vorbild zu der technischen Umsetzung zu kommen, in der Interaktion mit Firmen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht ein Thema, das man später nochmal anschneiden könnte, da Herr Bartlott freundlicherweise hier ist. Ein weiteres Beispiel klassischer Art ist die Haihaut. Da hat ein Biologe in Tübingen festgestellt oder sich gefragt, warum die Haie so schnell, so gut schwimmen können und hat die Lösung in der Schuppenform gefunden. Und da gibt es viele Umsetzungen, zum Beispiel in Schwimmanzügen. Vielleicht kennen manche diesen Schwimmer, das ist Paul Biedermann, vielleicht wissen manche, die mit Sport zu tun haben, dass in den letzten Jahren viele Weltrekorde im Schwimmen geputzelt sind, sodass man jetzt so weit ist, dass man diese Schwimmanzüge verbietet, weil sie einfach einen unfairen Wettbewerb bedeuten. Nun möchte ich zu meinem Haustier, der Schleiereule, kommen. Sie mögen sich vielleicht fragen, warum
ist die Schleiereule geeignet oder warum ist die, wie ich das hier sage, eine Fundgrube für bionische Forschung? Zunächst kann man mal festhalten, die Schleiereule ist ein Spezialist für die Nacht in der Jagd, für die Jagd in der Nacht. Das heißt, sie fängt kleine Mäuse und dafür hat sie viele Adaptationen erworben. Dieses Verhalten wurde durch Mutation und Selektion adaptiert und als Spezialist ist die Schleiereule immer ein klein bisschen besser in vielen Dingen als Generalisten sind. Ich bringe gern dieses Beispiel von meinem Auto, mit dem ich heute hierher gekommen bin, nämlich einem VW Passat im Verhältnis zu einem Formel 1 Auto. Wenn ich mir meinen Generalisten anschaue, dann ist es ein schönes Auto, aber wenn ich wirklich verstehen will, wie ein Auto funktioniert und was sozusagen die Limitationen sind, dann würde ich jetzt nicht dieses Auto untersuchen, sondern eben ein Formel 1 Auto. Und für mich ist die Schleiereule Formel 1 Niveau in vielen, vielen Dingen. Was wissen wir an allgemeiner Biologie über dieses Tier? Typischerweise sind Männchen und Weibchen schlecht voneinander zu unterscheiden, obwohl man sagen kann, dass dieses Tier mit 90%iger Sicherheit ein Weibchen ist, weil es nämlich hier einen dunklen Bauchgefieder hat, während die Männchen, das wäre ein Männchen, haben ein weißes Bauchgefieder. Die Größe ist 30 bis 40 Zentimeter, sie wiegen 350 bis 550 Gramm. Die Europäer sind ein bisschen kleiner als die Amerikaner, das kennen wir ja auch von anderen Dingen. Und sie sehen vor allem schwerer aus, als sie wirklich sind. Wenn wir sie in der Gefangenschaft halten, dann können die bis zu 20 Jahre alt werden. In der Natur hat man beobachtet, in der Schweiz war das, dass im ersten Winter 60% der Tiere sterben und im zweiten Winter noch einmal 60% der Tiere. Das bedeutet von den übrig gebliebenen nochmal 60%. Das bedeutet, dass die Tiere wirklich unter einem hohen Selektionsdruck leben. Oder anders gesagt, dass nur die wirklich Besten überleben. Die Tiere sind Kulturfolger. Sie sterben auch deshalb so in Mitteleuropa, weil sie eigentlich gar nicht nach Mitteleuropa gehören. Diesen Winter gibt es ja praktisch keinen Schnee, aber wenn es so ein schneereicher Winter wie letztes Jahr, wenn mehr als 8 Tage Schnee ist, dann fangen die Tiere an zu sterben, weil sie keine Beute mehr bekommen. Deshalb empfiehlt man ja auch, irgendwelche Strohballen in der Natur irgendwo in der Nähe von Scheunen zu haben. Dort sammeln sich Mäuse, da können sich die Eulen dann ernähren. Für uns ist wichtig, dass sie wenig anspruchsvoll sind, sonst sind die Haltung ist einfach. Wahrscheinlich haben die meisten Leute von Ihnen noch kein Tier draußen gesehen. Wenn Sie das sehen wollen, dann müssen Sie etwa so 30 Minuten nach Sonnenuntergang sich auf die Lauer stellen, wenn Sie ungefähr wissen, in Kirchtürmen und so. Ich kenne einige Nester, wo die wirklich sehr präzise 30 Minuten nach Sonnenuntergang sich zum ersten Mal blicken lassen. Sie ernähren sich von kleinen Nagern, also Mäusen, zu 95%. Wenn es im Winter zu wenig gibt, fangen sie manchmal auch kleine Vögel wie Sperlinge. Man hat die Tiere mal in Indonesien als Pest Control eingesetzt, nämlich zur Kontrolle von Rattenpopulationen in Bananenplantagen. Das hat man allerdings nach 10 Jahren aufgehört, weil immer noch Ratten da waren. Allerdings haben diese Leute natürlich die Ökologie nicht verstanden. Denn wenn ein Räuber seine Beute ausrottet, stirbt er ja selber auch. Man kann nicht erwarten, dass ein Räuber seine Beute vollkommen ausrottet. Das Interessante ist, dass sie Gewölle produzieren
Und das bedeutet, man kann ihre Anwesenheit feststellen und man kann auch ihre Nahrung leicht feststellen. Ihr Fortpflanzungssystem ist dadurch geprägt, dass das Weibchen typischerweise größer ist als das Männchen. Das heißt, das Männchen muss das Weibchen, wie ich das sage, erobern. Wie macht es das? Es bringt zunächst als Brautgeschenk Mäuse. Das kommt bei den Weibchen gut an. Und manche Männchen bringen nur Mäuseköpfe. Wir sehen also, dass die bei uns einfach die Köpfe abreißen und die bieten sie ihren Weibchen an, um zu demonstrieren, wie fit sie sind. Was heißt das jetzt? Fitness ist ja ein Konzept in der Soziobiologie und bedeutet im evolutionären Sinne die Anzahl der Gene, die in die nächste Generation gehen, oder die Anzahl der Jungen, die überleben. Was das Männchen jetzt macht, ist, dass es dem Weibchen das beste Männchen auswählt. Und wie wählt es das aus? Das beste Männchen, das ihre Jungen versorgen kann, dadurch, wie viele Mäuse es bringen kann. Und das Männchen sagt, schau her, ich bin so gut, ich kann mir leisten, nur Köpfe zu bringen. Ich kann deine Jungen gut ernähren und hofft da, dass es beim Weibchen gut ankommt. Und weil dieses Fortpflanzungssystem so funktioniert, brüten die Tiere auch immer, wenn es genügend Nahrung gibt. Das heißt, wenn wir die zu gut füttern, dann brüten die auch im Dezember. Als ich noch Assistent war und mich um die Tiere selber gekümmert habe, gab es meistens über Weihnachten Jungtiere irgendwie. Und dann musste man Weihnachten natürlich da sein und die betreuen. Jetzt müssen das meine Assistenten machen. Aber auch in der Natur, letztes Jahr zum Beispiel vor dem großen Schnee, habe ich junge Schleiereulen im Dezember gehört, weil da gab es einen trockenen Herbst, da gab es Schleiereulen. Die sind natürlich dann, wie das in der Natur üblich ist, durch den Schnee gestorben, weil dann nicht mehr genügend Nahrung da war. Was ist jetzt sozusagen die Leistung? Die Tiere haben ja Junge, die gehudert werden müssen, das macht das Weibchen. Ich habe mal aufgeschrieben, das Männchen muss pro Nacht 25 Mäuse fangen. Das rechnet sich so, die Tiere haben bis zu 7 Nestlinge und wir haben mal gezählt, in der Phase, wenn die am stärksten wachsen, brauchen die bis zu 5 Mäuse. Das heißt, 7 mal 5 wäre 35, die Alten braucht jede 2, insgesamt 39. Die legen sich aber ein Depot an vorher. Also das ist jetzt eher eine untere Zahl, aber das ist das, was die Tiere machen müssen. Jetzt haben wir beobachtet, dass diese Männchen alle 15 Minuten mit einer Maus zum Nest kommen. Die fangen sie in einem Revier, das etwa 5 Quadratkilometer groß ist. Was ist das jetzt für eine Leistung? Wenn Sie sich vorstellen, hier drin wäre eine Maus, sagt man, es sind 200 Quadratmeter, Sie müssten diese Maus fangen. Wenn Sie keine Angst vor Mäusen hätten, würden Sie meiner Ansicht nach trotzdem länger als eine Viertelstunde brauchen, um diese Maus zu fangen. Diese Tiere müssen ausfliegen, eine Maus lokalisieren, schlagen und zurückfliegen zum Nest. Und sie machen das nicht nur einmal, sondern 25 Mal hintereinander. Wenn sie das wirklich in Akkordarbeit machen, dann brauchen sie 6 Stunden dafür. Das ist sozusagen die Leistung, die diese Tiere bringen. Und das ist auch letzten Endes ein Anzeichen für den Druck, unter dem diese Tiere leben und mit dem die Selektion arbeitet. Und was das Ergebnis ist, dass wirklich exzellente Beutegreifer nur übrig bleiben. Oder für uns natürlich als Forscher, diese Tiere sind sehr gut angepasst an ihre Aufgaben, nämlich die Jagd in der Nacht. Und das interessiert uns ja. Bevor ich dazu komme, jetzt diesen Einschub. Ich zeige Ihnen hier mit Computertomographie aufgenommen einen Schädel. Hier sind die beiden Augen, das ist der Schnabel. Der wird sich jetzt dann drehen und es wird einiges dazukommen und Sie schauen sich mal an, was Sie da sehen können.
Das ist jetzt der Ohr, die Ohröffnung, die dazukommt. Dann kommt ein Ohrläppchen dazu. Und wenn das fertig ist, dann sehen Sie, dass man hier das Ohrläppchen asymmetrisch angeordnet hat, zum Beispiel zu dieser Achse. Sehen Sie das? Das haben jahrhundertelang Forscher auch gesehen, aber sie haben es symmetrisch gezeichnet. Warum? Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Sowas ist schlechte Wissenschaft. Gute Wissenschaftler müssen Skeptiker sein. Sie dürfen nicht so tun und glauben, dass alles so ist, wie man sich das vorstellt. Sie müssen genau hinschauen, sie müssen genau beobachten und nach dem Unerwarteten suchen. Das ist das, was ich meinen Bachelor- und Masterstudierenden immer als erstes sage. Nicht nach dem, was man schon weiß, schauen, sondern das, was man noch nicht weiß, und genau beobachten. Darauf kommt es in der Wissenschaft an, meiner Ansicht nach. Nun, was kann man bei den Eulen finden? Wir können uns das Gefieder von den Tieren anschauen. Wir wissen, das weiß man schon lange, dass die Tiere sehr leise fliegen. Wenn sie draußen joggen und im Wald und es kommt ein Bussard, dann hören sie, wie der fliegt. Wenn eine Eule an ihnen vorbeifliegt, eine Waldeule oder ein Waldkauz, hören sie dieses Tier nicht. Warum? Das Tier hat spezielle Gefiederstrukturen und Frau Lateike hat schon erwähnt, dass wir von der DFG geförderte Projekte haben. Eines dieser Projekte nennt sich From Owl Flight to Future Wing Design. In dem untersuchen wir mit Ingenieuren zusammen die speziellen Eulenstrukturen. Hier sehen Sie einen Flügel und versuchen, das umzusetzen in einen leiseren Tragflügel. Was ist an diesem Flügel von den Eulen besonders interessant? Besonders interessant ist diese Flügelvorderkante. Da hat man nämlich eine kammartige Struktur. Das können wir uns nachher ansehen. Das ist die erste Feder hier. Die ist so gezackelt. Das setzt man ein, um leisere Rotorblätter zu machen, leisere Stromabnehmer oder eben einen leiseren Flügel. Was man auch findet, und das können Sie dann selber fühlen, ist, dass die Oberfläche von dem Flügel samtartig ist. Und am Hinterrand, was man nicht besonders gut hier sieht, aber es ist in jeder Feder vorhanden, hat man eine franzige Struktur. Die Idee hinter diesen Franzen ist, dass ja, wenn die Luftströmung über den Flügel geht, man Verwirbelungen, kleine Verwirbelungen haben und diese Franzen haben am Ende vom Flügel, wo ja die Luft von oben und von unten wieder zusammenkommt, einen positiven Effekt, sodass es nicht so laut ist. Da weiß man aber noch nicht besonders viel. Was ich Ihnen jetzt berichten werde, ist über unsere Experimente zu dieser samtigen Oberfläche. Und mein Doktorand, früherer Doktorand Thomas Bachmann, hat es untersucht. Das wäre hier diese Oberfläche. Das sind Teile von den Federn. Und Sie sehen, da steht hier was in den Luftstrom, der hier quer wäre, steht etwas raus. Und es fühlt sich für uns samtig an. Was dann Thomas zusammen mit Stefan Klein, der Ingenieur war, gemacht hat, der hat gesagt, wir vergleichen einen glatten Flügel, das ist jetzt ein Flügelmodell, mit einem Flügel, dem wir eine samtige Oberfläche geben. So sieht es in der Natur aus und wir wählen verschiedene Samtarten und kleben die da drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass da wirklich was rauskommt. Was macht man? Wie testet man diesen Flügel? Den testet man in einem Windkanal. Das wäre jetzt hier der Flügel, das Schwarze, bei bestimmten Anströmungswinkeln.
und dann misst man das Strömungsfeld um den Flügel und es bildet sich dann ab einer bestimmten Zeit eine sogenannte Ablöseblase, die sagt uns etwas aus über das Verhalten des Flügels in der Strömung. Und wenn die zu groß ist, überall da, wo die ist, kann der Flügel keinen Auftrieb erzeugen. Er wirkt also nicht wirklich als das, was er wirken soll. Und das wäre jetzt sozusagen ein Flügel, der keinen Samt hat, also eine glatte Oberfläche, angeströmt mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und wenn man jetzt diesen Flügel genommen hat mit der samtigen Oberfläche, dann sehen Sie hier einen deutlichen Unterschied in dieser Ablöseblase. Hier ist die Ablöseblase viel kleiner als hier. Das bedeutet, diese samtige Struktur hat einen Effekt, indem sie nämlich die Strömung stabilisiert, indem sie der Flügel mehr Auftrieb erzeugen kann. Damit konnte man zeigen, dass diese samtige Oberfläche wirklich eine wichtige Funktion jetzt in diesem ganzen Flugapparat hat. Das ist nicht das Einzige, was wir dazu machen, aber ich möchte es damit bewenden lassen. Wenn Sie Fragen haben, können wir nachher noch weiter sprechen. Sie sehen hier die beiden Studenten, den Thomas und den Stefan. Die waren die erste Doktorandengeneration. Die zweite Doktorandengeneration ist Stefan Platzek, Thomas Erlinghagen und Andrea Winzen. Franziska Oschmann war eine Bachelorette und die Betreuer sind Wolfgang Schröder, Michael Glas und Werner Baumgartner. Und die Idee, die wir haben, ist, dass wir durch diese Zusammenarbeit möglicherweise einen Flügel irgendwann mal bekommen können, der etwas leiser ist als die gängigen Flügel. Es gibt manche Leute, die meinen, dass die Größe von dem Tier nicht ausreicht, um etwas über Flugzeugflügel zu sagen. Das wird sich zeigen. Im Zweifelsfall wären wir auch damit zufrieden, wenn man Rotoren bauen könnte, die leiser sind. Es muss nicht unbedingt ein Flügel sein, obwohl im Moment unser Ziel schon noch weiterhin ist, in diesem Programm, in dem wir arbeiten, hier einen leiseren Tragflügel zu entwickeln. Das wäre das erste Beispiel, das ich Ihnen vorstellen wollte. Das zweite Beispiel ist das Gehör. Zum einen ist ja dieser Schleier für dieses Tier namensgebend. Die heißt ja Schleiereule, weil sie ein gesichtsähnliches Aussehen hat, und weil das an einen Schleier erinnert. Nun, als Vogel hat sie nur Federn zur Verfügung, um diesen Schleier zu machen. Und in der Tat ist es so, die Federn hier, die sehen sehr wenig verzweigt aus oder wenig ramifiziert. Und die lassen deshalb den Schall durch, die sind also schalldurchlässig. Während die Federn hier am Rand, da sieht man die Verzweigungen gar nicht, die sind so dicht, die sind sehr dicht und die wirken als Schallreflektoren. Wenn man diese Federn, die hier vorne sind, wegnimmt, und hier habe ich eine Zeichnung von einer amerikanischen Kollegin, dann sieht man, dass sich hinter dem was Trichterförmiges verbirgt und es verbergen sich hier Ohrläppchen. Und hinter diesen Ohrläppchen wären die Ohröffnungen. Das sind die Augen und Sie sehen, die Augen und die Ohrläppchen sind nicht parallel angeordnet, sondern die Ohrläppchen sind versetzt. Das linke Ohrläppchen ist weiter nach oben und das rechte Ohrläppchen ist weiter nach unten versetzt. Was das bedeutet ist, dass das linke Ohr, das kann man sich vorstellen, Schall von unten lauter hört als das rechte, während das rechte Ohr Schall von oben lauter hört als von unten. Bei uns ist es nicht so, wir hören aufgrund unserer Ohrläppchen
Schall von allen Richtungen, von oben, unten gleich. Das ändert sich bei uns in der azimutalen, also der horizontalen Ebene. Ich habe immer gesagt, das würde uns auch gut tun, aber wahrscheinlich hätten Leute, die schiefe Ohren hatten, keine Chancen, Partner zu finden oder viel geringere, weil Symmetrie ist ja etwas, was Schönheit ausmacht. Und wenn, dann müsste man das hinter Haaren verbergen, wie das die Schleiereule macht, aber offensichtlich hat die Natur das bei uns nicht erfunden. Was hilft es jetzt der Schleiereule, diesen Schleier zu haben und diese asymmetrischen Ohrläppchen? Das kann man testen, indem man diesen Schleier künstlich entfernt und Messungen vor und nach der Entfernung macht. Und dann stellt man fest, dass dieser Schleier eine Verstärkung von etwa einem Faktor 10 macht. Damit kann man auch verstehen, dass diese Tiere etwa 10-mal leisere Laute hören können als wir. Das heißt, die können viel leisere Laute hören. Und da die so leise, so ein gutes Gehör haben, kann man auch wieder verstehen, dass die ihren Fluggeräusche unterdrücken müssen, denn es würde ihnen ja nichts helfen, gut zu hören, wenn sie selber sich das kaputt machen durch ihr Fluggeräusch. Wofür brauchen sie das? Sie brauchen das, um die Mäuse zu fangen, weil sie die Mäuse per Gehör fangen. Wie lokalisiert man Schallquellen? Das ist hier ein Bild, ein Blick von oben. Sie sehen hier eine Eule, Sie sehen hier eine Schallquelle an der Seite. Was passiert ist, dass zum linken Ohr der Schall ein bisschen länger braucht als zum rechten Ohr und das generiert eine interaurale Zeitdifferenz. Außerdem kommt der Schall am rechten Ohr lauter an als am linken Ohr und das generiert eine interaurale Pegeldifferenz. Das sind die zwei Parameter, die wir benutzen können, um Schall zu lokalisieren in der Horizontalebene. Bei der Schleiereule ist es auch so, dass sie diesen Parameter für die Horizontalebene benutzt, aber aufgrund ihrer Asymmetrie kann sie diesen Parameter für die Elevation benutzen. Und damit kann sie im Raum zweidimensional sehr gut die Quellen lokalisieren. Und das ist etwas, was wir untersuchen, diese simple Schalllokalisation, aber auch kompliziertere. Sie haben vielleicht schon mal diesen Begriff Cocktail-Party-Effekt gehört. Das ist, beschreibt die Tatsache, dass selbst wenn Sie in einem großen Raum wie in der Mensa oder irgendwo sind, wo es laut ist, sich trotzdem auf ein Gegenüber konzentrieren können. Manche Leute verlieren das im Alter und das ist dann schwierig. Die können sich dann immer nur mit einem Gegenüber unterhalten, aber nicht mehr, wenn viele Leute bei einer Party sind oder so. Cocktail-Party-Effekt heißt es deshalb, weil das in Amerika erfunden wurde. Bei uns würde das wahrscheinlich Biergarten-Effekt oder irgend sowas heißen. Aber im Wesentlichen beschreibt es diese Konzentration auf einen Partner und auch das können wir bei den Schleiereulen untersuchen. Und ich zeige Ihnen ein Experiment, das man dazu machen kann. Das ist jetzt so ein Tier, das hat hier einen hellen Fleck, das zeigt uns an, wo es hinschaut. Und hier sehen Sie kleine schwarze Kästen. Das sind sogenannte Pickscheiben, da kann das Tier uns andeuten, was es gehört hat und da unten kriegt es was zu fressen, wenn es das Richtige gemacht hat. Und was wir dem Tier jetzt geben, ist, wir simulieren einmal eine Mensa, wo nur Rauschen ist, also pssst, und einmal eine Mensa, wo ein Ton dabei ist, also nicht pssst, sondern Piet. Das können Sie hören und wenn das Tier das Piet hört, dann muss es zum Beispiel hier picken und wenn es das pssst hört, muss es da picken. Das kann man denen beibringen. Und so kann man rausfinden, was es hören kann. Es ist ja anders als bei uns Menschen. Menschen kann man ja befragen. Was hast du gehört? Während die Tiere, denen muss man eine motorische Reaktion beibringen.
Jetzt schauen wir uns das mal an. Es war jetzt richtig, es gibt was zu fressen. Jetzt schaut es wieder nach vorne. War wieder. Den Ton haben Sie das gehört. Jetzt, wenn sie nachher kommt, glaube ich, ein Rauschen. Haben Sie gehört, dass es jetzt nur das Rauschen war? Jetzt pickt sie auf die andere Seite. Und so kann man mit so einem Tier 100 Mal macht es das hintereinander. Und so kann man rausfinden, was es hört. Und wie gesagt, das simpelste Experiment, das ist jetzt simpler als das, was ich Ihnen gezeigt habe, ist, dass man Ihnen eine Schallquelle von links oder von rechts in unterschiedlichem Winkel bringt und dann misst man die Kopfdrehung und man erwartet für eine gute Schalllokalisation hier eine lineare Beziehung. Je weiter links die Schallquelle ist, umso weiter links dreht sie sich, je weiter rechts, umso weiter rechts dreht sie sich. Das tun die auch. Das ist sozusagen auf der Verhaltensebene und jetzt möchte man ja verstehen, was sind die Mechanismen dahinter, wie ist das Ganze im Gehirn repräsentiert? Und da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Falls das zu schnell geht, müssen Sie sagen, dann kann ich versuchen, das nochmal zu erklären. Es gab nämlich einen Psychologen vor langer Zeit, einen Herrn Jeffress, der hat ein Modell vorgeschlagen, wie das funktionieren kann. Und das ist jetzt das linke Ohr und das rechte Ohr und es kommt ein Schall. Und dieser Schall erreicht die Ohreingänge und läuft dann im Gehirn. Und Sie werden dann sehen, dass ein Punkt aufleuchtet. Jetzt läuft der Schall, jetzt kommt, das ist in den Nerven und hier dieser Punkt leuchtet auf. Was zeigt uns das? Das zeigt, wenn das rechte und das linke Ohr Information kommt, dann läuft es in Nervenbahnen und an manchen Nervenbahnen kommt der Schall von links und rechts gleichzeitig an. Sie sehen, das kommt jetzt von der Seite, da kommt es zuerst und das kommt hier später. Und jetzt werden Sie sehen, es leuchtet ein anderes Neuron hier auf. Jetzt leuchtet nämlich die Nummer 6 auf. Das bedeutet, wenn es von vorne kommt, leuchtet die Nummer 2. Wenn es von der Seite kommt, leuchtet die Nummer 6 auf. Die Idee ist, dass wir oder die Eulen so einen Schaltkreis im Gehirn haben. Und damit könnte man jetzt die Position außen vom Schall in eine neuronale Aktivität umsetzen. Das hat ein Psychologe 1948 vorgeschlagen. Haben Sie das verstanden? 30 Jahre später hat meine Freundin und Bekannte Catherine Carr dieses Netzwerk in der Schleiereule entdeckt. Und wenn Sie sich das anschauen und um 90 Grad drehen, dann sehen Sie praktisch genau das Gleiche. Sie sehen hier diese Linien, das sind diese Linien, diese Punkte sind diese Neuronen. Diese Leitungen sind diese großen Leitungen. Das bedeutet, man hat wirklich in der Schleiereule ein Netzwerk, exakt wie das Herr Jeffress vorhergesagt hat. Und dieses Netzwerk besteht technisch gesagt aus Verzögerungsstrecken, weil sich hier das eine Zeit dauert, wo das Signal entlangläuft, und aus sogenannten Koinzidenzdetektoren, die immer dann antworten, wenn die Signale von rechts und links gleichzeitig ankommen. Das ist sozusagen die Biologie. Und jetzt haben wir versucht, das in ein Modell umzusetzen. Wir haben also exakt dieses biologische Modell genommen und in einen elektrischen Schaltkreis gebaut. Und das ist mein Doktorand Laura Kalmes. Und der hat jetzt diesen autonomen Agenten mit seinem Mikrofonarray so programmiert,
dass er den ansprechen kann, und wenn er um den rumläuft, dann folgt er ihm. Sie sehen, manchmal will der nicht so ganz, aber im Prinzip. Tut er das, was er soll, und wenn man das quantitativ auswertet, dann wäre jetzt das wieder der Reizwinkel, das wäre die Antwort, und Sie sehen, das ist sogar besser als das, was die Eule macht. Natürlich kann man, hat man hier weniger Rauschen. Das bedeutet, wir haben das biologische Vorbild, diesen Schaltkreis, der in der Eule drin ist, genommen, haben den in ein elektronisches Äquivalent umgesetzt, und was kann man mit dem jetzt vielleicht anfangen? Im Übrigen war dieser autonome Agent mal in Bonn schon als Museumsführer tätig. Den hat nämlich mein Kollege Gerhard Lakemeyer vor 15 Jahren oder so programmiert. Was ich mir träume, ich bin Fußballfan, ist, dass man hier ein Robocup-Turnier hat, fußballspielende Roboter, die man vielleicht als Trainer von außen ansprechen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, und das ist eher die Richtung, die wir im Moment mit den Informatikern, Herrn Lakemeyer, verfolgen, ist, dass das in Richtung Homecare-Roboter gehen kann. Sie wissen ja, es werden im Moment möglich Roboter entwickeln, die dann später in der Homecare tätig sein können. Ob wir das wollen oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber daran arbeiten wir. Laura war der erste Doktorand, Tom Göckel ist ein Jetzt-Doktorand, Dominik Rötsches und Daniel Peger waren informatische Diplomstudenten, Michael Wolf und Mohamed Abbas sind jetzt Diplomstudenten, und Gerhard Lakemeyer ist mein Kollege in der Informatik, mit dem wir das zusammen machen. Kommen wir zum Schluss zu Kopfbewegungen von den Tieren. Das ist nur ein kurzes Kapitel, weil wir da noch nicht sehr weit sind. Wenn man sich diese Tiere beobachtet, und das hat ein israelischer Masterstudent Shai Ochayon gemacht, der ist zu uns nach Aachen gekommen, und die haben Folgendes gemacht: Die haben so ein kleines Kükenauto geschaffen, nämlich so ein kleines ferngesteuertes Auto, auf dem man ein totes Küken ablegen kann, und das hat die Aufmerksamkeit dieser Eule erregt. Was macht das Tier? Es schaut sich das an, macht Bewegungen mit dem Kopf, vor allem so, und dann fliegt es los und holt sich das. Wenn man viele von diesen Kopfbewegungen sich anschaut, dann sieht man folgendes Muster. Das ist vielleicht jetzt auch wieder eine etwas komplizierte Grafik. Ich versuche sie Ihnen zu erklären. Hier ist die Translationsbewegung, also zum Beispiel diese Seitwärtsbewegung dargestellt. Auf der Y-Achse ist die Rotationsbewegung, also die Drehung um die Hochachse, dargestellt. Und was machen die Tiere? Manchmal machen sie gar nichts. Das sind diese roten Punkte. Da stieren sie nur. Dann machen sie manchmal Bewegungen, die aussehen wie diese. Das heißt, sie machen einfach seitliche Bewegungen. Das sind Bewegungen, die nur eine Translationskomponente haben, aber keine Rotationskomponente. Und dann machen sie Bewegungen, wo Translation und Rotation gekoppelt sind. Also sie machen quasi so eine Bewegung. Wenn wir Augenbewegungen machen, würden wir unsere Bewegungen machen, die hier liegen würden. Also nur rotieren, ruckartige Augenbewegungen, aber keine Translation. Interessanterweise haben wir das nicht gefunden. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben viel rumprobiert, und die gibt es aber bei den Tieren nicht. Vermutlich, weil deren Wirbelsäule so gestaltet ist, dass sie das nicht machen können. Was unsere Idee ist, wir finden die am interessantesten, diese Bewegungen,
Wir glauben, dass die etwas mit Entfernungsmessungen zu tun hat. Wir haben mit den Israelis ein Projekt, das ist allerdings erst am Anfang. Und die Idee ist, dass man möglicherweise die einsetzen kann für ein Abstandsmessgerät, um ein Abstandsmessgerät zu bauen. Aber wie gesagt, das ist erst ganz, ganz am Anfang. Der erste, der gekommen ist, ist Shai Ohayon, der war vom Technion in Haifa. Ehud Riflin ist sein Betreuer. Ohad Ben-Shahar ist von der Ben-Gurion-Universität. Yoram Gutfreund ist ein Biologe, der auch in Haifa ist. Alon Wolf ist ein Maschinenbauer in Haifa. Und in Aachen ist Wolf Hamening, hat daran gearbeitet. Der ist jetzt Postdoc in Berkeley. Julius Orlowski ist zurzeit Doktorand. Amrei Pelzer war eine Bachelorstudentin. Petra Nikolai ist eine TA. Und Thorsten Stemmler ist ein Assistent, der gerade angefangen hat. Damit wäre ich durch. Was wollte ich Ihnen nahebringen? Ich wollte Ihnen erklären, etwas über Bionik und vermitteln, dass Bionik etwas ist, was möglicherweise in der Zukunft wichtig ist, weil es nämlich transdisziplinär arbeitet, neue Ideen in die Wissenschaft einbringt. Man entschlüsselt biologische Vorbilder und setzt sie in technische Lösungen um und wie gesagt, klassische Beispiele wären der Lotus-Effekt und die Haifischhaut. Wir interessieren uns für die Schleiereule und zwar als Spezialist, weil wir glauben, von Spezialisten können wir sehr viel lernen über das, was die Natur kann und was sie nicht kann. Und die Schleiereule als Spezialist für die Jagd in der Nacht hat ihren Flug angepasst an das Jagdverhalten, der ist nämlich leise, ihr Schalllokalisationsnetzwerk, das ist nämlich sehr präzise und die Bewegungen des Kopfes spielen auch eine Rolle bei der Jagd, denn Schalllokalisation ist in der Regel weniger präzise als visuelle Beobachtung. Das heißt, immer wenn das Tier etwas sieht, setzt sie auch ihr visuelles System ein. Sie kann es allerdings auch ohne. Aber trotzdem sieht man aufgrund dieser nach vorne gerichteten Augen, dass auch da die Evolution gearbeitet hat. Insgesamt wollte ich Ihnen als Biologe sagen, Biologie ist ein tolles Fach. Durch die Evolution haben wir eine Vielfalt von Lösungen und für mich ist das Interessante, diese Lösungen zu finden, zusammen mit Theoretikern und dann umzusetzen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.